Ja, und damit ein herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von mir. Ja, ob das ein kleines Let's Play wird und etwas längeres Let's Play, ich weiß es nicht, aber wir spielen heute Monstrum. Ein Spiel, das mich relativ in den Bann gezogen hat. Ich habe es mal angespielt und ich muss sagen, es ist echt mega geil. Es ist auf jeden Fall ein hübsches Horrorspielchen und da habe ich mal gedacht, komm, machst du mal ein Let's Play drüber, mal gucken, wie das ankommt. Und dann starten wir direkt mal ein neues Spiel. Also, wie gesagt, ich habe es nicht lange gespielt. Ich weiß halt nur, dass wir momentan auf einem Schiff sind und wir müssen entkommen. Also, wir haben mehrere Möglichkeiten, von diesem Schiff zu entkommen. Entweder wir fliegen mit einem Hubschrauber weg, mit einem Rettungsboot oder mit dem U-Boot. Drei Möglichkeiten. Und, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe es mal fast geschafft einmal, mit dem U-Boot zu entkommen, aber ich hatte das letzte Teil nicht gefunden. Und ich würde sagen, jetzt starten wir. Und ich muss mich manchmal muten, weil ich bin nämlich krank. Wenn ihr das schon an meiner Stimme hören könnt. Mich hat es ziemlich hart erwischt seit Weihnachten. Deswegen kam auch kein neues Skyrim-Video, aber das wird sich jetzt auch wieder ändern. Weil mir geht es wieder einigermaßen besser. Oh, was haben wir hier? Schämlicht, sehr schön. Deswegen konnte ich halt keine Videos machen, weder ein Infovideo, sonst noch was. Ich war so fertig. So, und jetzt gucken wir mal, wo wir sind. Wir sind auf Deck 6 und es gibt hier natürlich auch welche, die uns nicht gehen lassen wollen. Und das sind, ja, drei monströse Gestalten, die uns hier das Leben zur Hölle machen wollen. Und mal gucken, ob die uns kriegen oder nicht. So, wir haben jetzt eben einen Schlüssel gefunden für den Hubschrauber. Mal gucken, wie weit wir heute kommen im ersten Part. Vielleicht haben wir ja Glück und finden relativ schnell gutes Zeug. Oh, das ist eine Kamera. So, hier, das könnte ich jetzt auch mitnehmen. Damit kann ich, wenn ich das jetzt hier nehme, kann ich das schmeißen und damit kann ich die Monster ablenken. Und ich muss mich nochmal kurz muten, weil ich muss mir gerade nochmal die Seele aus dem Leib husten. Okay. Weiter geht's. Oh, ich will... Ich weiß nicht, mit welchem Monster wir es zu tun bekommen, aber dieses Spiel ist... Na, supi. Okay. Jetzt haben wir einmal den Schlüssel gefunden. Den brauchen wir für den Hubschrauber und diese Lampe hier brauchen wir fürs U-Boot. Da haben wir einmal zwei verschiedene Sachen gefunden. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber wird schon was. Wird schon... Am besten wäre jetzt noch ein Feuerlöscher. Oh nein, 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 nein. Also die Kameras, die geben Alarm. Wie ihr es gerade eben schon mitbekommen habt, die geben Alarm. So, jetzt bin ich gerannt. Jetzt mache ich mal hier zu, weil das lockt auch oft die Monster an. Und dann sind wir relativ schnell weg vom Fenster. Und ich weiß ja auch nicht, mit wem wir es zu tun haben. Wenn wir Pech haben, haben wir es mit mehreren von diesen Viechern zu tun. Wenn wir Glück... Oh, ja, geht ja gar nicht. Hey. Wenn wir... Da hängt ein Feuerlöscher. Wenn wir richtig Pech haben, dann haben wir es mit allen dreien zu tun. Es gibt maximal drei Stück. Da ist ein Feuerzeug. Dieser Scheißstuhl. So. Mann. Oh nein, 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 nein. Oh nein, okay. Schnell hier rein und zu. So, was haben wir hier? Kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, ich weiß, mit wem wir es zu tun haben. Also wie gesagt, es gibt drei Monster. Jedes Monster ist verschieden, hat eine andere Gestalt und kann verschiedene Sachen. Und wir haben es mit dem Klumpi zu tun, wenn meine Ohren sich jetzt nicht getäuscht haben.
Er ist hier, er ist hier, er ist hier. Das Gute ist, den Mr. Klumpi können wir hier mit dem Feuerlöscher abwehren. Glaube ich. Scheiße. Wir sind hier jetzt in der Sackgasse, das gefällt mir nicht. Und eine Kamera ist da noch im Weg. Alter, der lässt uns hier nicht raus. Wir sind auf Deck 6. Ein Deck oben drüber. Deck 7 ist das Rettungsboot. Da können wir aber nichts machen, weil wir dafür noch die Items nicht haben. Ja, meiner atmet hier gerade ziemlich schwer, weil wir hier ein Problem haben. So, ich greife mal den Feuerlöscher. Ich darf nicht so laut sein, weil das lockt natürlich die auch an. Aber was bleibt mir übrig, wenn da eine Kamera hängt? Die kann man natürlich auch abkleben, wenn man ein Klebeband hat, aber da haben wir ja leider keins. Mann, Alter. Dieses Spiel hat echt schon Futter. Wo ist dann der? Okay, der kloppt hier Türen auf, glaube ich. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, wo der ist. Okay, nochmal. Wir haben einmal die Lichter für das U-Boot und einmal den Schlüssel für den Hubschrauber. Aber das reicht nicht. Oh, fick dich, du Sch... Scheiße, Alter. Ich hasse das. Wir gehen ein Deck höher. Wir gehen ein Deck höher. So, Tür schön zumachen. Was haben wir hier? Nehmen wir noch mit. Ich könnte ihn versuchen, mal runter zu locken und dann kann ich vielleicht in Ruhe. Der ist hier. Heilige Scheiße. Der ist hier. Jetzt wollte ich runter und der kommt hoch. Ich würde ihn nur liebend gerne von mir fernhalten, aber... Der ist hier oben. Der ist so dick hier oben. Alter, shit. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der gerne Horrorspiele spielt, weil ich bin wirklich immer der, der sich in die Hose scheißt. Ja, jetzt haben wir... Jetzt kommt er natürlich. Scheiß Kameramann! Er hat mich gesehen. Ich hasse Klumpi!
Scheiße, Mann. Also ich habe so das Gefühl, vor dem Mr. Klumpi kann man sich nicht unter einem Tisch verstecken, weil ich hatte diese Situation schon mal. Und der hat mich dann trotzdem gefunden. Und das ist nicht cool. Ich hab zum Not noch den Feuerlöscher, aber ich hoffe, dass ich den nicht brauchen werde. So, jetzt ist natürlich Klumpi hier oben und wir sind in der Sackgasse. Alter. Da habe ich noch einen Feuerlöscher. Fucking. Ich glaube, wir sind wieder Deck 6. Da, wo wir gestartet sind. So eine Scheiße. Also, ich hoffe mal, wir haben es nur mit dem Klumpi hier zu tun. Wenn wir es noch mit einem anderen Monster zu tun bekommen, dann Gnade uns Gott, dann Gnade uns Gott, dann sind wir so schnell weg vom Fenster. Es gibt ein Monster. Was ich persönlich am schlimmsten finde, ist der, wo Telekinese kann. Für die Leute, die jetzt wissen, was ich meine, wenn die Leute das schon kennen, das ist das, wo ich am schlimmsten finde. Der ist immer noch hier, aber ich glaube, der ist im Treppenhaus. Nee, der ist nicht im Treppenhaus. Scheiße, Mann. Ich würde ja nur zu gerne meinen Plan machen, aber wie komme ich an dem vorbei? Ich könnte es mit dem Feuerlöscher mal wirklich versuchen. Und wenn der eine leer geht, habe ich sogar noch einen. Ich mach mal die Tür. Er ist da. Was ist das denn? So, wir gehen an Deck runter. Sind jetzt in Deck 5. Das? Das ist sehr gut. Diese Diffuser. Die sind sehr, sehr wichtig. Scheiße, Mann. Schön warten. Oh, der ist sowas von hier.
das laut. Der, wenn ich die Tür aufmache, kommt der. Wenn ich die zumache, geht er. Ich mag Klumpi nicht. Am liebsten habe ich den Schatten, so nenne ich den. Den nennen wir auch noch kennen, denke ich. Das ist so ein Gegner, wo ich sage, bei dem könnten wir es schaffen. Wirklich jetzt? Wieder die Schlüssel, die wir bereits schon haben. Das ist jetzt schlecht. Normaler. Oh, fuck. Der ist wieder hier unten. Und der reißt die Türen auf. Der reißt die Türen auf. Ich muss schon wieder husten, Entschuldigung. So, jetzt. Alter, das ist so buggy. Das ist so fucking creepy. Lalala, ich bin... Der hat die Tür aufgebrochen, der war hier. Komm, ist hier wirklich nur so ein Scheißdreck? Deck 5, hä? Nee. Also soweit ich weiß... ist Mr. Klumpi auf jeden Fall der, von dem man nicht flüchten kann. Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal die Batterien fürs U-Boot. Weil wir brauchen einmal einen Diffuser selbst, das Licht und die Batterien. Der ist schon wieder hier. Das ist so murder fucking creepy. Ja, 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 ja. Und das Problem ist, in den unteren Decks gibt es zwar keine Kameras, aber dafür gibt es hier, ich sag mal, das hier. Und wenn wir davon erwischt werden und wir haben dann auch noch Klumpen hinter uns. Wir sind hier. So, ich glaube, hier finden wir eher nichts.
Er ist hier unten. Der ist hier unten. Scheiße. Der ist sowas von hier unten, Leute. Also Klumpi ist uns auf jeden Fall gefolgt. Das heißt, wir dürften es auch nur mit Klumpi zu tun haben. Das heißt, ein 1 gegen 1. Könnte spannend werden. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Hubschrauber. Glaube ich. Wie gesagt, ich kenne das Spiel halt noch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was man jeweils für die Möglichkeiten braucht, um zu entkommen. Also man braucht ja für den Helikopter nicht nur den Schlüssel, sondern man braucht auch, glaube ich, eine Zange, um den überhaupt mal loszuschneiden, weil der ist an solchen Stahlseilen festgemacht. Jetzt sollte ich, glaube ich, mal in Erwägung ziehen, leise zu sein. Weil hier unten kann uns Klumpi sehr schnell in die... Der hat, glaube ich, eine Tür gerade aufgemacht. Wir haben uns Klumpi immer ganz schnell entdecken. Und ich würde auch mal sagen, hier beende ich mal den Part. Wir haben schon eine angemessene Zeit für Monstrum erreicht. Ich weiß nicht ganz genau, ungefähr 20 Minuten, wo ich jeweils einen Part mache. Der kommt wieder. Oder würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Monstro. Macht's gut, ciao.